In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie man eine affine Abbildung konstruiert, die einer zentrischen Streckung entspricht. Dafür nochmal ganz kurz zur Erinnerung, was ist eine zentrische Streckung? Wenn wir jetzt, wir malen uns hier mal zum leichteren Verständnis ein Koordinatensystem auf und haben jetzt diese Figur, dann können wir hingehen und durch den Ursprung oder durch irgendeinen anderen Punkt ziehen wir jetzt hier durch jeden Punkt unserer Figur eine Linie und können dann hier das Dreieck konstruieren, was der zentrischen Streckung unseres Dreiecks hier unten entspricht. Und zwar sind unsere Linien hier parallel zueinander und im Verhältnis sind sie gleich vergrößert oder man kann das Ganze natürlich auch verkleinern. So viel nochmal zu einer zentrischen Streckung. Wie machen wir das jetzt mit einer Abbildung, wenn wir eine affine Abbildung dafür konstruieren wollen? Und das geht folgendermaßen. Unsere Abbildung lautet dann, wir haben in dem Fall die Abbildungsmatrix K00K, die wir anwenden auf unsere Punkte, um unsere Bildpunkte zu erhalten. Hierbei ist es wichtig, dass K, denn wir nennen K unseren Streckungsfaktor, ungleich 0 ist. Ansonsten kann K aus den reellen Zahlen sein, den können wir uns wählen. Wir gucken uns das mal an einem Beispiel an. Wir nehmen wieder unseren Punkt 3, 2 und nehmen uns als Abbildungsmatrix die Matrix 2, 0, 0, 2, die gerade dieser Abbildungsmatrix der zentrischen Streckung entspricht, setzen unseren Punkt oder unseren Ortsvektor zu unserem Punkt ein und erhalten den Punkt 6, 4 als Ortsvektor zu unserem Bildpunkt und daraus ergibt sich, dass unser Bildpunkt gerade 6, 4 ist.